Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch das Hoverboard von Lamborghini von V-Hales vor. Das Hoverboard ist mit zwei starken temperaturüberwachten 400 Watt Motoren ausgestattet und kommt mit 8,5 Zoll Vollgummireifen zu euch. Das Board lässt sich zudem auch über eine App steuern und hat drei Geschwindigkeitsstufen, wobei die niedrigste Stufe 6 km/h beträgt und die schnellste 30 km/h. Hier hinten haben wir den Knopf zum Einstellen. Ich mache den mal an, dann hörten wir diesen Lamborghini-Geräusch, den Motor und wie sich das Board aufstellt. Das Boot hat sich sofort selbst balanciert und jetzt können wir eigentlich mit den Hauptbeinen aufsteigen und den anderen gleich nachziehen. Am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber nach ein paar Mal auf- und absteigen gewöhnt man sich daran. Am besten man nimmt sich am Anfang erstmal eine Person zur Hilfe, die einen festhält, bis man das richtig kann. Aber eigentlich, ich habe es in 2 Minuten gut hingekriegt. Schon nach wenigen Minuten kann man schon ziemlich gut und sicher auf dem Board stehen und schon problemlos damit fahren. Das Hoverboard reagiert auch ohne Verzögerung auf eure Bewegung, was ein ziemlich gutes Fahrgefühl vermittelt. So wird man von Minute zu Minute immer sicherer und es macht einfach richtig Fun. Also, das Ganze ist auch steuerbar mit einer App. Ich glaube, wir können es jetzt so nicht so sehen. Mit der App können wir auch huben. Wir können an dem Board das Licht an- und ausmachen. Ich kann mir jetzt hier vorne die Scheinwerfer legen. Funktioniert. Und wir können nochmal den Lamborghini-Geräusch machen. Stehe ich im Weg? Das war doch. So, wie machst du demnächst, wenn Leute im Weg stehen? Thank you.
Also für verschiedene Hintergründe, also für Untergründe, zum Beispiel für Schotter, das merkt man schon, da braucht man schon ein bisschen Übung. Weil es fährt sich dann auf Schotter schon ein bisschen anders als wie auf glatten Straßen. Oder wenn man von der glatten Straße auf die Wiese kommt, dann muss man ganz schnell ein bisschen umdenken, weil es reagiert danach ganz anders. Also man muss manchmal hier, wie ich auf dem Rasen gefahren bin, von Straße auf Rasen, da muss man danach schon ein bisschen mehr Gas geben manchmal, weil man sonst denkt, man bleibt stehen und dann fällt man runter. Aber das ist eben halt eine Übungssache. Das eben kommt. Übung macht den Meister. Also kommen wir zu meinem Fazit von V-Hills, das Lamborghini Special Edition Board. Das ist eine coole Sache. Ich glaube auch mit einer mit der schnellsten Boards, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Was an dem Board mir sehr gut gefällt, ist, dass es eben halt farbig ist, nicht wie das Freestyler. Das gibt es einmal in Gelb und einmal in Rot. Man kommt sehr schnell mit dem Board zurecht, auch mit der App. Das ist eigentlich alles selbsterklärend, dass man auch verschiedene Fahrmodelle einstellen kann, von Anfänger bis hin zum Normalbetrieb oder diesen Kart-Modus. Diesen Kart-Modus solltet ihr aber auch wirklich nur verwenden, wenn ihr mit so einem Kart unterwegs seid, weil das ist alles schon ein bisschen sehr direkt ansprechender als wie in den normalen Modus. Ab 15 km/h kann man noch gut fahren. Alles, glaube ich, was schneller geht und man auf dem Board steht, wird es dann ein bisschen instabil. Aber ich glaube, mir reichen auch diese 15 km/h zum Fahren. Ich fahre auch lieber ein bisschen langsamer, weil dann ist alles ein bisschen stabiler. Die Highlights an diesem Board ist, wenn man das Board eben halt anschaltet, dass man eben halt von diesem Lamborghini diesen Motorgeräusch hat. Die Lichter sehen sehr cool aus, auch die Rücklichter sehen sehr schön aus. Das Board ist einfach, man steigt drauf, man kann schnell, ist man stabilisiert. Da braucht man nicht sehr viel Übung, am Anfang alles ein bisschen ungewohnt. Man sollte sich aber bewusst sein, als Anfänger oder auch als Fortgeschrittener, wenn man sich dieses Board kauft, dass sehr schnell Macken geben kann. Wenn das ist, kann schnell mal passieren, dass man irgendwo hängen bleibt, dass sich das Board überschlägt und dann sehen wir eben halt ein paar Kratzer dran. Was aber wiederum nicht schlimm ist, weil alle Plastikteile und alle Schutzbleche austauschbar sind. Ja, und dann sage ich, das ist ein Top-Board. Also ich kann es, ist eine reine Kaufempfehlung von mir, man kann es wirklich kaufen. Ist ein Top-Gerät. Ich finde es sehr super, im Gegensatz zu den China-Marken. Es hält länger mit den Batterien. Es reagiert sofort, wie man das im Video sehen kann. Also es reagiert sofort auf jede Bewegung, die man macht, ohne Verzögerung. Und daher finde ich das Board top. Und dann bedanke ich mich bei V-Hills, dass wir das Board testen konnten. Und dann sage ich ciao, bis zu den nächsten Videos. Nochmal kurz zurück, also ihr solltet darauf achten, wenn das vollgeladen ist und ihr unterwegs seid, ihr solltet immer diese Akkukontrolle im Blick haben, weil das Board ist sehr schwer. Ich glaube mit 14 Kilo, müsste ich liegen, 14, 15 Kilo wiegt das Board. Wenn ihr unterwegs seid und das Ding ausfällt, weil die Batterie leer ist, ist es ziemlich schwer. Also ihr möchtet das bestimmt nicht tragen wollen und unterwegs irgendwo liegen lassen, ist auch blöd. Also immer die Akkuzeige im Blick haben, weil das Board ist ziemlich schwer, das tragt ihr nicht auf Dauer. Jetzt nochmal zurück zu Katzi.